Herzlich willkommen bei Basisimpuls. Intelligente Heilmethoden der Neuzeit, russische Methoden, Heilmethoden mit Hilfe des Bewusstseins nach der Lehre von Grigori Grabowoi. Diese geführte Meditation bezieht sich auf die Regeneration und Wiederherstellung der Sehkraft. Die Ausarbeitung bedient sich einer Mentaltechnik zur Aktivierung der Selbstheilungskräfte nach der Lehre von Grigori Grabowoi. Vorbereitung. Nun kommen wir zur Einstimmung bzw. Vorbereitung der von uns beabsichtigten Arbeit zum Thema Regenerierung und Wiederherstellung der Sehkraft. Erstens, Willensbildung. Ich bekunde meinen unbedingten Willen für die Veränderung meiner Situation. Ich will meine Sehkraft wieder vollkommen regenerieren und wiederherstellen. Ich will. Ich kann meine Sehkraft wieder vollkommen regenerieren und wiederherstellen. Ich kann. Ich regeneriere und stelle meine Sehkraft wieder vollkommen her. Ich tue es. Ich will. Ich kann. Ich tue es. Zweitens. Du nimmst die Haltung und Mimik eines Siegers ein. Durch die Veränderung des Muskelkorsetts müssen sich auch die Emotionen und Gedanken ändern, weil sie mit dem emotionalen Zentrum synchronisiert sind. Also, aufrechte Haltung und die Schultern zurück. Du bringst mit einem bewussten, herbeigeführten Lächeln bis über beide Ohren deine Biochemie in Bewegung. Drittens, du schaffst den inneren Zustand der Freude. Begib dich in ein in der Vergangenheit erlebtes Glücksgefühl. Hierzu stell dir deine historisch schönste Situation oder den historisch schönsten Moment vor. Vielleicht eine Beförderung, ein Lob vom Chef, der erste Freund, die erste Freundin, ein Ja-Wort, die Heirat des Partners, das erste Kind im Arm, ein tolles Geschenk zu Weihnachten, als wir noch Kind waren, etwas, was dir einmal wirklich gut gelungen ist, ein toller Urlaub. Finde die historisch schönste Situation in deinem Leben. Dann begib dich noch einmal in das Gefühl dieser Situation und halte dieses Gefühl fest. Mach dieses Gefühl stärker und stärker und halte es in deinem Körper. Spüre Überzeugung, Entschlossenheit, Kraft, Stärke, Festigkeit zusammen mit Liebe, Güte und Freude. Das ist die gelassene Ruhe und das sichere Wissen, dass etwas so sein wird, wie du dir das wünschst. Viertens. Du erschaffst dir eine innere Vorstellung deines Ziels, dein Ideal. Für deine Arbeit brauchst du ein klares Ziel. Das Ziel liegt in der gewünschten Absicht und ist unbedingt positiv zu formulieren. In dieser Ausarbeitung also die vollkommene Regeneration und Wiederherstellung meiner Sehkraft, die Regeneration und Wiederherstellung nach der Norm des Schöpfers. Nun besteht die Aufgabe darin, dieses Ziel in ein konkretes Ideal zu übertragen. Stell dir dich mit vollkommen regenerierter und wiederhergestellter Sehkraft vor. Mach dir eine detaillierte, ganz genaue Vorstellung von dem, was erreicht sein wird, wenn du deine Arbeit vollendet hast. Stell dir vor, was du sehen wirst, wenn dein Ziel erreicht ist. Denn mit Hilfe eines Bildes nimmst du den gesamten Organismus unter deine Führung. Lass klare Bilder von deiner zukünftig veränderten idealen Situation entstehen. Was wirst du die Menschen über dich sagen hören, wenn dein Ziel erreicht ist? Wie wirst du dich fühlen, wenn dein Ziel erreicht ist? Mach dir klare Bilder, höre klare Sätze und nimm ein klares Gefühl in deinem Körper zu dem wahr, was erreicht sein wird. Fünftens. In dieser Haltung und Stimmung begibst du dich auf die Makroebene hinaus, in den überpersönlichen Bereich. Du bist in diesem Moment dein eigener Beobachter. Nun sprichst du gedanklich den Makroimpuls aus, Rettung
und harmonische Entwicklung. Nun beginnst du deine Arbeit. Du kommst in die Handlung, ins Tun. Sechstens. Du schließt die Technik ab mit der zeitlichen Fixierung, Datum, Uhrzeit oder jetzt bis in die Unendlichkeit. Siebtens. Du bist im Vertrauen auf deine Arbeit in freudiger Erwartung, das gewünschte Ergebnis zu empfangen. Und gibst ab. Du lässt los. Es wird. Es siegt nicht die Technik. Es siegt der Geist. Bitte beachte, dass du immer dann, wenn du schon einmal mit einer Technik oder Methode für ein Thema gearbeitet hast, beziehungsweise eine weitere Methode oder Technik für das gleiche Thema wählst, du diese Arbeit dann immer im Bewusstsein der Unterstützung durchführst. Du unterstützt dann das, was du schon angestoßen hast. Vertraue in diesem Moment auf deine schöpferische Kraft. Für die vollständige Regeneration und Wiederherstellung der Sehkraft kombinieren wir in dieser geführten Technik eine geometrische Figur mit einer Zahlenreihe. Als geometrische Figur wählen wir die Sphäre nach Grigori Grabowoi. Der Begriff Sphäre ist vielleicht aus der Begrifflichkeit Atmosphäre bzw. Erdatmosphäre bekannt. Das Wort Sphäre kommt ursprünglich aus dem griechischen Wort Spharia und bedeutet Kugel. Sphäre gleich kugliger Raum. Als Zahlenreihe verwenden wir die Zahlenkombination für allgemeine Augenkrankheiten. 1, 8, 9, 1, 0, 1, 4. Nun beginnen wir mit der Arbeit für die vollständige Regeneration und Wiederherstellung der Sehkraft. Wir nehmen die aufrechte Haltung ein, sind uns unseres Ziels bewusst und stimmen uns in eine positive Grundstimmung ein. Wir begeben uns hinauf auf die Makroebene und nehmen uns selbst als außenstehenden Beobachter wahr. Wir sprechen den Makroimpuls aus. Rettung und harmonische Entwicklung. Nun stellen wir uns eine Sphäre vor unserem Oberkörper vor. Nun projiziere ich gedanklich mein Ziel, mein Ideal, in diese Sphäre, die sich vor meinem Oberkörper befindet, hinein. Nun gebe ich auch die Zahlenreihe 189 1014 in diese Sphäre hinein. Ich nehme nun die Sphäre zwischen meine geistigen bzw. energetischen Hände und beginne, die Sphäre jetzt mit dem Impuls des Ideals, vollkommene Regeneration und Wiederherstellung meiner Augen, auf die Größe eines Tennisballs zusammenzudrücken. Ich stelle mir vor, wie die Sphäre durch den Druck meiner geistigen Hände kleiner und kleiner wird. Sie ist nun so groß wie ein Tennisball und enthält immer noch mein Ideal und die Zahlenreihe für allgemeine Augenkrankheiten 189 1014. Nun stelle ich mir vor, wie ich diese Sphäre mit silbrig-weißem Licht beleuchte. Die Sphäre beginnt sich mit dem silbrig-weißem Licht voll und ganz auszufüllen. Die Sphäre selbst beginnt zu strahlen. Ich führe nun diese strahlende und nur noch tennisballgroße Sphäre samt dem darin befindlichen Ideal und der Zahlenreihe in mein drittes Auge ein. Die Sphäre ist nun in meinem Kopf angekommen. Sie beginnt sich zu drehen und wird dabei schneller und schneller. Ich stelle mir vor, wie die Sphäre durch die immer schneller werdende Drehung beginnt, das in ihr gespeicherte silbrig-weiße Licht zusammen mit den Schwingungen aus der Zahlenreihe und der Information meines Ideal in meinem Kopf zu verströmen. Das silbrig-weiße Licht der Sphäre verteilt sich in meinem ganzen Kopf. Es beginnt nun von innen durch die Augen nach draußen zu leuchten. Und meine Augen beginnen zu strahlen wie zwei Suchscheinwerfer. In diesem Augenblick beginnt die vollständige Regeneration und Wiederherstellung meiner Augen. Nun ist der Impuls für die Norm
gesunde Augen gesetzt. Ich schließe diese Steuerung ab mit dem Impuls von Uhrzeit und Datum oder auch kurz jetzt bis in die Unendlichkeit. Ich bin im Vertrauen auf meine Arbeit in freudiger Erwartung, das gewünschte Ergebnis, die vollständige Regeneration und Wiederherstellung meiner Sehkraft zu empfangen. Ich gebe diesen Impuls ab und lasse einfach los. Ich vertraue auf das, was ich angestoßen habe. Immer dann, wenn du deiner Intuition nach verspürst, noch etwas weiteres für deine Augen tun zu wollen, dann bitte die Arbeit immer im Bewusstsein ausführen, dass das, was du tust, zur Unterstützung dessen geschieht, was schon läuft. Auf unserer Homepage unter www.russische-methoden.de oder www.basisimpuls.de kannst du dir diese Methodetechnik als ausführliche und vertonte Steuerung als MP3 herunterladen. Wir wünschen dir viel Erfolg in der Anwendung. Dein Team von Basisimpuls. Hinweis und Haftungsausschluss. Die von Basisimpuls angebotenen Dienstleistungen bestehen unter anderem in der Schulung von informativen Methoden und Technologien zur Veränderung der eigenen Realität und der Wiederherstellung der Gesundheit durch den Einsatz von Mentaltechniken nach der Lehre von Grigori Grabovoi, Arkadi Petrov, Mirza Karim Norbekov und anderen im Rahmen von Workshops und Seminaren als auch im Einzelcoaching. Da es bei dieser Arbeit auch um gesundheitsrelevante Themen gehen kann, weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass wir keine Krankheiten behandeln, keine Heilungsversprechen geben und keine Diagnostizierung durchführen. Die von uns vorgestellten Mentaltechniken dienen der Aktivierung der Selbstheilungskräfte und ersetzen keine ärztliche Behandlung. Im Zweifelsfall folge bitte den Anweisungen deines behandelnden Arztes oder eines sonstigen Mediziners oder Apothekers deines Vertrauens. Vielen Dank für dein Vertrauen und dein Interesse. Wenn dir diese Ausarbeitung gefallen hat, bitten wir dich um deine Unterstützung. Bitte sei so freundlich, diese Ausarbeitung an so viele Personen weiterzuleiten, wie es für dich möglich ist. Somit können wir durch das immer größer werdende morphische Feld die Kraft der Techniken und Methoden immer weiter verstärken, zum Wohle so vieler wie möglich. Vielen Dank im Voraus, dein Team von Basisimpuls.